Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder was Besonderes. Ich sage immer, es ist was Besonderes, aber diesmal ist es was Besonderes, weil diesmal repariere ich einen Shack-Bass mit Carbonhals, einen B2. Warum ist das so besonders? Ich habe bei dieser Firma gelernt. Da habe ich meine Ausbildung gemacht und meine Berufsschule in Mittenwald. Den Bass hat mir ein guter Kunde vorbeigebracht und der lag jetzt, ich glaube, 12 Jahre im Keller. Dementsprechend sieht er aus. Also es wird einiges zu tun geben. Das Video ist vielleicht auch ein bisschen länger. Aber im Prinzip ist das wirklich eine kleine Restaurierung. Viel Spaß dabei. So, da liegt er nun auf meiner Werkbank. Der wurde vielleicht 3 Jahre vorher gebaut, bevor ich diese Ausbildung gemacht habe. Ich tippe mal, das war so Anfang der 90er. Ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Die Bünde sehen ziemlich übel aus. Der Hals hinten ist ganz zerschreddert. Das ist Carbon, Graphit. Das muss man alles ein bisschen auffüllen. Sieht man jetzt hier schon, wenn ich den Hals aus der Halstasche hole, dass da ein paar Teile fehlen. Ich fülle das jetzt auf. Womit mache ich das? Mit Epoxy oder mit Sekundenkleber? Immer abhängig, wie groß das Loch ist. Das lasse ich jetzt einfach mal ein paar Tage liegen, dass es richtig trocken wird. Ja. Ich hole die Pickups raus. War gar nicht so einfach, weil die haben irre in diesen Fräsungen geklemmt. Also habe ich, während ich die Pickups rausgeholt habe, entschieden, ich muss auch die Pickup-Fräsungen erweitern, weil das bringt nichts. Und ihr seht auch, die Pickups sind auch stellenweise einfach auseinandergebröselt. Warum? Weil die Fräsung zu eng war, aber auch, weil die Weichmacher aus dem Material rausgehen. Da passiert das halt. Natürlich versuche ich das alles wieder so zu machen, wie es war. Das ist eine Heidenarbeit, aber es ist halt toll, weil diese Pickups gehören zu diesem Instrument und sie funktionieren ja noch. Nur weil da ein Eckchen fehlt, muss man die ja nicht wegschmeißen. Ja. Jetzt kümmere ich mich um die Hardware, ich baue alles auseinander, hole die ganze Elektronik raus, die in diesem Fall jetzt passiv ist. Ja. Shack war ja auch bekannt dafür, gute Aktivelektroniken zu verbauen. In dem Fall ist es erheblich einfacher. Die Potties von Pre, das ist ein absolutes Qualitätsprodukt, haben alle funktioniert. Ich habe sie einfach nur gewaschen und sauber gemacht. Mit Ballistol mache ich das und dann lief das. Was mache ich jetzt? Ich positioniere jetzt die Pickup-Frässchablone, weil, wie gesagt, das Holz geschrumpft ist und die Pickups eigentlich gar nicht mehr reingehen. Wenn ich die jetzt wieder reinpressen würde, würden diese Ecken wieder auseinanderbrechen. Deswegen erweitere ich ein wenig die Fräsung. Ja. Natürlich muss ich jetzt auch gucken, dass ich die Fixierung von den Pickups, wo die Schrauben quasi in den Body greifen, einmal aufbohre, neu verdübel und diese Bohrung neu setze, weil sonst ziehen diese Schrauben nicht. Das sind halt ganz normale Holzschrauben. Wenn das Loch zu groß ist, ist das Loch zu groß. Ja? Und eine dickere Schraube kannst du dafür nicht benutzen. Ja. Das ist das, was ich jetzt gerade mache. Ich werde darüber noch so kleine Holzrundfüßchen kleben, die ihr jetzt hier seht. Warum mache ich das? Weil die Pickup-Fräsung immens tief ist. Also die ist fast 3 cm tief. Und dann hätte ich einen riesen Gap zwischen dem Pickup und dem Body und dementsprechend müsste die Schraube länger sein. Das will ich ja vermeiden. Deswegen mache ich diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Holztellerchen rein und klebe die fest, damit das auch alles solide und stabil ist. Habe ich jetzt aus Buchenholz gemacht, damit es richtig hart ist. So, jetzt installiere ich den Halspickup. Den habe ich natürlich auch nachgefräst. Ja. Mache Moosgummi drunter. Check die Höhe der Schrauben, damit ich natürlich aus dem Korpus nicht hinten wieder rauskomme. Bohr das vor. Das ist Sapilli-Mahagoni, relativ hartes Holz, aus einem Stück gebaut, auch eher selten heutzutage. Ja. Diese Moosgummidämpfer bevorzuge ich, ziehe ich irgendwie den Federn immer vor. Erstens rappelt das nicht und zweitens hat es irgendwie eine angenehmere Auflagefläche. Ja. Also ein großer Teil der Restauration erledigt, Pickups sind drin. Jetzt mache ich den Korpus sauber, ich reinige die Hardware, die ist hier aus Messing, das ist mit Nitro überlackiert. Dass das jetzt ein bisschen zerkratzt ist, ist nicht weiter schlimm, Hauptsache es funktioniert alles. Ich habe alle Schieber gereinigt, alles gefettet, alle Gewinde gereinigt, gefettet, damit das auch alles wieder ganz schön smooth läuft. Ja. Jetzt mache ich die Seitenreiter fest, baue die alte Elektronik wieder rein, die ich vorher auch zum Laufen gebracht habe, die geprüft ist. Ja. Schraub das alles fest und kümmere mich jetzt demnächst ein wenig um den Hals, weil da gibt es ja auch diese ganzen Dellen und Blocker, die da drin sind. Ja. Ich habe festgestellt, dass die Buchse nicht läuft, also nochmal Kommando zurück, mal hier die Buchse neu machen. Ich muss das Loch ein bisschen aufbohren,
weil die Switchcraft-Buchse, die ich jetzt einbaue, einen Ticken größer ist. Aber diese Buchsen halten ewig, funktionieren gut und wenn ich die einmal getauscht habe, wahrscheinlich sehe ich die Gitarre nie wieder bezüglich eines Wackelkontakts in der Buchse. Ja. Hier isoliere ich alles nochmal nach und verlöte alle Lötstellen, die ein bisschen wackelig aussehen. Ich checke jetzt hier die Stegerdung, ja, und poliere die Metallteile und auch die Plastikteile alle auf. Wenn schon mal alles auseinander ist, kann man das ja auch mal richtig schicke machen. Ja. Kannst du auch nur mit der Hand machen, da jetzt irgendwie mit einer Schwabbel dran gehen, das wird heiß, das verzieht sich. Es gibt Sachen, die kann man halt einfach nur mit der Hand machen. Ja. So, Pickups sind drin, Elektronik ist drin, Deckel ist drauf. Jetzt kümmere ich mich um diese Macken im Hals. Die habe ich, wie gesagt, hier mit Zirkinkleber aufgefüllt und klebe das jetzt ab, damit ich keine Bearbeitungsspuren von der Feile irgendwo hinbekomme, wo ich sie nicht haben möchte. Ja. Also das wird, wie gesagt, erstmal grob abgefeilt, dann mache ich das Tape ab, weil der Rest wird mit Klötzchen und Nassschleifpapier immer feiner geschliffen. Wie fein schleife ich? Ich fange an in der Regel mit 800er, manchmal ist es auch 600er und ende bei 2000er, immer in so 200er Schritten. Ganz zum Schluss wird das poliert und dann sieht das so aus. Also eigentlich fast besser als von Anfang an. Ja. Jetzt kümmere ich mich noch oben um diese Seitenhalterung, die ja auch ein bisschen besonders ist. Ja. Hier habe ich nochmal diese Macke im Halsfuß beseitigt und aufgefüllt. Da mache ich das gleiche wie auf der Halsrückseite. Ich poliere das alles. Die Bünde sind natürlich auch durch, haben ihre Spielspuren im Laufe der Jahrzehnte bekommen. Also muss ich die Bünde abrichten. Das mache ich mit Klötzen. Die werden dann verrundet, die werden dann hochpoliert. Und zu guter Letzt schraube ich den Hals in den Korpus und freue mich schon mal, dass das bis jetzt alles ganz gut gelaufen ist. Die Sache mit den Pickups größer fräsen war anfangs nicht geplant, aber das muss man dann halt machen. Ja. Jetzt positioniere ich auch die originalen Potti-Knöpfe. Also der Kunde hat mir den Bass ohne Potti-Knöpfe angeliefert und ich hatte tatsächlich noch welche damals noch von der Firma Schack in meiner Schublade liegen. Die hatte ich mal auf meinem Bass drauf, den ich mir mal gebaut habe in der Lehrzeit. Ja. Und jetzt haben sie ihren neuen Besitzer gefunden. Ja. Jetzt werden die Saiten aufgezogen. Diese Hardware wurde übrigens auch hier in Deutschland hergestellt, extra für Schack. Alles ein bisschen rustikal, aber funktioniert wunderbar. Ja. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dem Bass ein schönes Setup zu verpassen. Und da hängt er, nach 12 Jahren im Keller, wieder bereit für die Bühnen dieser Welt. Und das hat mir wirklich einen Riesenspaß gemacht, weil das auch so ein bisschen Historie meiner Handwerkskunst ist. Und immer wieder schön, einen alten Bekannten zu treffen und ihm irgendwie was Gutes zu tun. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei mir auf Insta vorbei, schaut bei mir auf Facebook und auch gern mal auf die anderen Videos, die ich hier auf meinem YouTube-Channel habe. Bis zum nächsten Mal.